So, weiter geht's. Und auch mit dem Stream im Hintergrund. Übrigens den Kanal New Wieso kann ich empfehlen. Tor, da sind wir dann davor gelaufen und hier dann eben noch der letzte Rest von dem Zug da in der Straße. War jetzt auch nichts Besonderes, einfach nur noch ein paar Schnittbilder mit euch vom Brandenburger Tor. Und das war dann da hinten, als wir dann schon an dem Straßenrand waren. Und da war es dann auch sehr lustig, wie Ja. oft ich den Namen Nuviso gehört habe. Lass uns das aber dann später in unserem kleinen Zusammenschnitt näher thematisieren. Wir wurden schon verdammt oft erkannt. Ja, das kann man wirklich sagen. So, und wir haben da auch noch ein paar Interviews gemacht an der Straße. Es gab also etliche, die uns quasi noch Statements gegeben haben, O-Töne gegeben haben. War eine tolle Ja. Sache. Aber wo kommen wir denn jetzt dann? Wo sind wir dann Ja, noch ein weiter? bisschen weiter. Hier Auf noch. die Szene kommen wir später nochmal. So, ah, hier, das habe ich, das hast du verpasst. Da bin ich extra nochmal zurückgesprungen. Als die Leipziger Fraktion vorbeikam, bin ich Na, extra dann noch auf lass die doch mal Straße los, gerannt. ja. Ja, hier. Muss ja sein, gell? So, ich mach mal den Ton wieder weg hier. Und noch was, ich könnte nämlich hier das Ganze etwas anpassen. Dann könnt ihr nämlich dieses Programmfenster etwas größer erkennen. Ja, warum nicht gleich? So, ja, genau. Dann machen wir das noch ein bisschen kleiner hier. Du kannst auch den Ton schon anlassen und ein bisschen leiser machen, Habe ich schon, oder? der ist schon. Schau mal hier, die Masterline ist schon fast ganz runtergezogen. Ich habe schon minus 27 dB runtergezogen. Okay, aber jetzt ist es ja gemutet. Yes. Ja, das ist auch so, übrigens das typische Fachjargon, ja, wenn man sich als Fachidiot unterhält, ja. Aber ich hoffe, es ist für euch als Zuschauer interessant, daran teilzuhaben. Es ist ein Experiment. So, jetzt sind wir am Reichstag. Ja, im Entschuldige. Grunde genau. Wir sind dann halt einfach da, sind wieder Julia und ich zu sehen, mal wieder beim Fanselfie machen. Und dann sind wir halt einfach da noch um die Ecke gegangen und haben gemerkt, wie viel sich da tatsächlich schon angesammelt hatte in der Zeit. Es geht ja dann direkt vom Brandenburger Tor auf die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule hinter. Und das war der Veranstaltungsort, wo auch die Veranstaltung angemeldet war. Aber ich sehe, wir haben so viel Material, dass ich schon weit, weit vorausgesprungen bin gerade. Wir sind hier immer noch kurz vorm Reichstag. Ja, das war am Reichstag das Ganze. Es wurden einfach nicht weniger Menschen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist bestimmt irgendwann mal Schluss und wir sollten irgendwie jetzt mal mitgehen, damit wir dann auch irgendwann mal wieder vorne mit dabei sind. Wir haben uns hoffnungslos verloren. Ich weiß nicht, wie viel Prozent des Demonstrationszuges quasi an uns vorbeigegangen ist, bevor wir dann quasi mitgegangen sind. Kann ich überhaupt nicht abschätzen. Könnte 20% gewesen sein, könnten 80% gewesen sein. Na, jedenfalls. Die zwei Jungs, das müssen wir jetzt kurz mit Ton einspielen, weil die hatten hier eine fette Box auf dem Fahrrad drauf und die haben so einen coolen Song gespielt. Mal mit Ton ein bisschen, zack. Genau. Jetzt wird YouTube bestimmt wieder wegen Urheberrechten rummeckern. Also okay, dann machen wir, dass YouTube uns das nicht sperrt, das Video, machen wir den Ton gleich weg. Aber der Mann hat da wirklich eine fette Boxenanlage dabei gehabt, dieser junge Mann hier auf dem Fahrrad. Und die Menge hat auch direkt gleich eingestimmt mit Marius Müller-Westernhagen ist das, gell? Richtig, ja. Ja. Und das war dann quasi der Weg vom Brandenburger Tor Richtung Tiergarten. So. Genau, und da war doch auch noch eine Szene, genau, da gab es eine Gegendemo Richtig. am Rande im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schätze so. Moment, mal ein bisschen leiser, zack. Wieder die gleiche Nummer. Die Demonstranten schreien der Antifa-Nazis raus zu. Also verkehrte Welt. Komplett verkehrte Welt. Nö, verkehrt würde ich jetzt nicht sagen. War vorher verkehrter irgendwie. Ja, ich weiß, das war ironisch, weißt du, ja.
Ja, war eine kurze Anekdote, war auch wieder ein bisschen witzig, aber jetzt auch nicht so interessant. Ja, und dann ging es eben weiter Richtung Hauptbühne und die war so ziemlich genau in der Mitte zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor aufgebaut. Genau. Das war Sag doch mal, Ah, den Jungen, den Mann. jetzt bist du zu weit vorgespult. Ja, jetzt sind wir gleich mal 2 Kilometer in 5 Sekunden gelaufen. Warte mal, Ja, wir haben Interviews geführt, da weiß ich nicht, vielleicht. Du hattest gerade den Teufel im Bild. Lass uns doch in den mal reinschauen, würde ich sagen. Ja, der ist einfach sehr aufgefallen und da habe ich gesagt, komm, den müssen wir interviewen. Ich will wissen, warum der so einen fiesen Sonnenbrand hat. Ja, okay, pass auf, er stellt sich gerade vor. So, dann kann er auch ein bisschen mehr Ton haben hier. Ja, ey, Hi. hallo, wer bist du denn? Mein Name ist Mr. Goom. Ich bin Künstler, Performer und Musiker hier aus Berlin. Und nein, ich habe keinen Virus, ich habe eine Erdbeerallergie und ich liebe den Kuchen. Deshalb bist du rot. Deshalb bin ich rot. Jetzt schon seit 8, 9 Jahren habe ich diese Figur. Ach so, du spielst heute hier deine Figur. Nein, eigentlich ist die Figur ich. Das Ding ist nur, da ich eigentlich vielleicht eher ein etwas schüchterner Typ bin, habe ich den Vorteil, dass ich mich nur rot anmale und dann die Farbe sehe und eigentlich dann darauf angewiesen. Oh, mein Ton lauter gedreht, falls es doch ein bisschen zu leise war. Wissen wir, dass Leute darauf reagieren. Und da ich sehr empathisch bin, kann ich dann darauf wieder, also dadurch entstehen dann eben auch Dialoge oder lustige Momente. Okay, danke dann für diesen Dialog. Warum bist du denn heute hier bei dieser Pferdekundigung mit dabei? Wir hatten heute schon eine Performance auf dem Bebelplatz, wo wir mit dem Grundgesetz und verschiedenen Künstlern dort eine kleine Mahnwache gemacht haben. Und so ein bisschen als Einstieg und auch um andere Menschen auch noch aus unserem Bekannten- und Freundeskreis irgendwie mit dazu zu aktivieren, mit hierher zu kommen. Weil wir als Künstler so eingeengt sind und können gar nicht arbeiten. Und weil der Kopf so unfrei ist, durch alle möglichen Reglements, ob es Atmen ist oder Bewegen, dergleichen fehlt eigentlich dadurch auch das Fundament, um einfach freie Sachen zu machen. Und das ist so mein persönliches Anliegen, jetzt hier zu sein und mich Okay. zu zeigen und dadurch eben auch Aktion, Reaktion hervorzurufen. Also, das war Mr. Boom, oder wie hat er sich genannt? Blum Boom. Wie auch immer. Also, der war cool, der war echt lustig und der hat ja auch noch ein viel längeres Statement gegeben. Ihr seht, mit dem haben wir ganze Minuten gequatscht. Alles, was der noch zu erzählen hat, kommt dann auch in der Doku. Aber das war eine Type, die uns natürlich sofort aufgefallen ist da auf dem Weg dahin. Und hier, Genau. jetzt kommt. Hätten wir genau, dann haben waren wir mit dem Interview fertig, drehen uns um und 50 Meter vor uns fuhren Polizeiautos, zack, zack, und auf einmal war die Straße, das Ja, bitte sitzt mach das. direkt vor unseren Augen dicht. Und hätten wir dieses letzte Interview geführt, wären wir da jetzt einfach durchgekommen, aber auf einmal hieß es, hier geht's nicht weiter, denn angeblich sei der Veranstaltungsort überfüllt gewesen. Aber man hat gesehen, dass hinter dem Zaun noch ewig viel Platz war. Also ich weiß nicht, was das war, ob die Polizei da in Voraussicht das gemacht hat. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen damals. Auf jeden Fall konnten wir nicht direkt weiterlaufen bis zur Siegessäule, bis Genau, zur Veranstaltung. man hat die Leute dann quasi entweder nach links oder nach rechts in den Tiergarten geschickt, also ins Grün. Das ist übrigens das, was man auf jeglichen Luftbildern nur als grün erkennt. Jegliche Menschen, die da in dem Waldtiergarten unter den Bäumen standen, sind natürlich auf Luftaufnahmen nicht zu sehen. Und das war zu einem Zeitpunkt, da hat die Hauptbühnenveranstaltung gar nicht angefangen und die Polizei hat aber Tausende, Zehntausende Menschen ja, nach links und rechts in die Tiergärten geschickt. Auch einfach aus dem Grund, dass man eben die Abstandsregeln einhalten kann. Also hier seht Also. ihr, hier hinten dran, wo ich den Cursor habe, ist noch massenweise Platz gewesen. Es war bestimmt noch 200, 300, 400, mindestens 200, 300 Meter bis zur Hauptbühne. Da war gar nichts, mehr oder weniger. Und die haben dann trotzdem aber sich entschlossen, in dem Moment diese Straße zu sperren. Ja, okay. Warum auch immer. Ja, na, damit die Leute, die schon drinnen sind, auch die Abstandsregeln einhalten können. Aber man muss eben sagen, hier, man sieht es in dem Moment, ist eben dieser riesige Strom an Menschen einfach in den Wald geschickt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und hat sich dann eben links und rechts von der Straße des 17. Junis da eben in den Parkanlagen verteilt. Die Stimmung war ziemlich
heiter, wenn ich jetzt so nochmal zurückdenke und was ich da so höre, irgendwie viele lachen, viele sind irgendwie lustig, gut drauf, lustig, so schrille Vögel, viele Typen, viel auch mit Kameras schon unterwegs. Und das war dann jetzt auf dem Weg zur Veranstaltung selber schon hin, eine der Videoleinwände, da muss man dazu sagen, das Team von Querdenken hat also wirklich eine mega, mega riesige Anlage aufgebaut. Ich bin jetzt mal bei uns im Bild, Frank, ohne dass die Zuschauer das jetzt gerade sehen, was auf unserem Monitor ist. Das war echt eine technische Herkulesaufgabe. Also die Veranstalter, die haben da wochenlang vorbereitet. Jede dieser Videoleinwände hatte ein eigenes Stromaggregat dabei mit Bildübertragung. Die haben, ich weiß nicht, ob die dieses Kabel gemacht haben oder mit Funksignalen. Die ganze Logistik von dieser Veranstaltung, das muss viele, viele, viele Zehntausende Euro gekostet haben, wenn nicht sogar 100.000 Euro. Und das ist wirklich, das haben alles Sponsoren zusammengetragen und das ganze Team von Querdenken, was die da auf die Bühne gestellt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ich wollte auf die Beine gestellt haben, sagen. Also das war wirklich Hut ab und man sieht ja jetzt nur einen kleinen Teil davon. Das ging ja rauf und runter, diese Videoleinwände. Also das war wirklich megamäßig toll. Also das war super. Ja. So und dann... Genau. Und an der Stelle, da waren wir jetzt, da sind wir dann irgendwann aus dem Tierpark quasi wieder rausgekommen. Die Tiergarten heißt das. Ja, ja. Sind wir wieder rausgekommen und standen da, wo man es jetzt eben im Bild sieht, haben den Michael Ballweg schon, der gerade seine Eröffnungsbegrüßungsrede gehalten hatte, auf der Monitorleinwand gesehen. Die Bühne war zu dem Zeitpunkt noch, weiß ich nicht, so vielleicht 200 Meter vor uns. Und wir dachten, oh Gott, wie sollen wir denn da hinkommen? Aber wir wollten unbedingt in diese Mixed Zone, über die wir ja hier bei Homeoffice schon gesprochen hatten mit Stefan Bergmann, der der Pressesprecher der Veranstalter ist. Der hatte ja die Idee, sozusagen diese Mixed Zone, den VIP-Bereich vor der Bühne zu machen, wo man alternativen Medienmachern, freien Medienmachern die Möglichkeit bietet, eben mit den Referenten Interviews zu führen und die Veranstaltung direkt vor der Bühne aus der ersten Reihe filmen zu können und so weiter. Und da wollten wir natürlich hin. Zack, und jetzt Sprung. Hier seht ihr Schnittkante von dem Clip zu dem Clip. Sind jetzt eben mal eben ja, so 200 Meter dazwischen. Und haben uns durchgewühlt. Wir haben uns und wir konnten die Abstandsregeln natürlich einhalten. Das war, ach guck mal hier. Den habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Ja, der war auch da. Waren viele, viele Gesichter da, die man kennt? Das war gerade so eine Schweigeminute. Und ich habe das genützt, um mal die gesamte Presselandschaft zu filmen. Da ist der Herr Fleischer, siehst du, habe ich ihn doch mal auf unserem Material. Stimmt, Robert ist auch da. Guck, wir haben ihn noch gesucht am Anfang. Gell? Also hier seht ihr gerade gesamte Presselandschaft. Und was einfach zu erkennen ist, wer ist öffentlich-rechtlich, wer ist nicht öffentlich-rechtlich. Die mit Mundschutz sind vom ZDF. Oder anderen Medien, ja, also ganz einfach. Genau, wo du es gerade sagst. Weißt du, lass uns doch an der Stelle jetzt mal einen Einspieler bringen, weil das war das Stichwort. CDF war das Stichwort und wir haben ja auch ein bisschen Material schon übersprungen. Es gab doch einen Presseartikel, die arme Frau Dunja Halali. Wie hieß es in mehreren Mainstream-Medien? Frau Halali wurde bedrängt und beschimpft auf dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Und genauso wie wir das jetzt gerade machen und mit unseren Zuschauern das Rohmaterial angucken, war Frau Halali so nett, ihre Buddy-Dashcam... Das war ihr Handy. Das war ihr Handy. Ja, das hatte sie aber auf jeden Fall irgendwie umgehangen. Und sie hat halt gefilmt. Aus ihrer Perspektive, POV nennt man das in der Fachsprache, ja, Point of View, wie man sich so als Dunja Halali fühlen muss, wenn man über so eine Demo geht. Und ich habe da mal ein paar Ausschnitte zusammengestellt und habe das auch mal verglichen mit deiner Buddy Dashcam, Robert. Film ab, würde ich sagen. Gut, das, was Sie machen. Danke. Ist das Demokratie, Frau Lange?
Straße! Weiter so, ja? Ja, cool, danke. Ciao. Ciao. Robert, du bist öfter in meinem Wohnzimmer als meine Eltern und meine Tante und Onkel zusammen, du. Tschüss. So schlecht. Ihr seid der Hammer. Ja. Danke, danke. Ja, das ist gut. Ich bin einer eurer größten Fans. Vielen Dank an euch. Danke. Das ist geil. Ja, Auch da macht so klasse. Ihr seid die Besten, ehrlich. Ja. Schön euch zu sehen. Sehr gut. Hallo, mein Halt. Sehr gut. Vielen Dank. Das ist erst der Anfang. Von was? Vom Spießrutenlauf. Was für ein Spießrutenlauf? Ja. Schleppt euch. Ja, also komisch. Also wir wurden zwar auch bedrängt auf dieser Demo, aber das war irgendwie viel angenehmer wie das, was die Frau Halali da erfahren hat, muss ich verstehen. Ja, also das jetzt wirklich alle Journalisten. Ja, man hat jetzt im Material rausgebracht, dass es Wieso war und was öffentlich-rechtliches war. Auf solchen Demos schlechte Karten haben, das können wir jetzt nicht bestätigen. Nicht wirklich, nicht wirklich. Und ich meine, was ist denn das auch für eine Logik, wenn ich mit dem RB Leipzig T-Shirt in die Dortmunder Fankurve gehe? Was wird mir dann passieren wahrscheinlich? Oder ich meine, ich gehe fest davon aus, dass die genau dieses Material auch produzieren wollten. Also wenn man, ich habe mir die ganze halbe Stunde von ihrer Dashcam angeschaut heute und habe gesehen, die kam da mit mindestens 2 Kameraleuten, einem Tonassi, 2, 3 anderen Menschen, die noch Kamera hatten. Das waren wahrscheinlich auch noch irgendwelche Redaktionsmitglieder. Und ich habe mindestens 3 Security-Leute gefilmt. Schwarz gekleidet, groß, mächtig. Also das war schon eine ziemliche Bodypower, die da stand. Und wenn ich mit so einem Tross in so eine Demo reingehe, mit dem ZDF-Mikro, also es ist doch klar, dass da so eine Reaktion kommt, oder? Also, und jetzt hat sie ja auch angekündigt, dass am Donnerstag wird das Ganze dann verwurstet in ihrer eigenen Sendung, irgendwann 22 Uhr am Donnerstagabend. Das werde ich mir auch anschauen, auf jeden Fall. Was ist die Motivation von sowas? Ja, Frau Halali hat ja viel in dem Video geredet, hat man ja alles gehört. Sie kann das wirklich nicht verstehen. Also sie hat so Sätze gesagt, das ist Deutschland 2020, ja, oder hat zu anderen gesagt, ja, das denkt man nur so lange, bis der Erste in der Familie stirbt und so. Also halt immer, also überhaupt nicht offen für die eigentlichen Gegenargumente, die ihr zugegebenermaßen auch überhaupt gar niemand mehr gewillt war zu sagen, weil die Frau sowieso nicht zuhört und versteht, was sie verstehen will. Also zumindest das der Eindruck aller Demonstranten, die sie da getroffen hat. Und das ist halt einfach so, die Frau versucht zu rechtfertigen, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Aber das sind sie nicht. Sie stehen in keinem Verhältnis. Der Schaden ist viel, 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 viel schlimmer. Und darüber reden die Leute immer gar nicht. Die versuchen diese Covidioten, wie sie sie nennen, was im Übrigen auch keine sachliche Diskussion ist, die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind, indem sie quasi schon fast oberlehrerhaft versuchen, den Corona-Leugnern zu erklären, dass es tatsächlich ein Virus gibt. Ja, gibt tatsächlich ein Virus. Gab es schon immer, gibt schon immer x-tausende Viren. Ich kann es nur noch mal an der Stelle noch mal deutlich machen, was hier eigentlich genau geschieht. Wir haben eine so feine Messtechnik und Sensorik in der medizinischen Technologie entwickelt. Wir sind an einem Punkt der Technologie, an dem wir das bisher Unsichtbare einfach sichtbar machen können. Und jetzt haben wir ein Virenmonitoring, was sozusagen Viren detektet, die permanent neu entstehen in der Natur. Aber plötzlich sind sie quasi wie eingefärbt und sichtbar. Und jetzt haben wir da direkt einen Panikknopf dran geschlossen, der dann dort die Telefone klingeln lässt bei irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen, die wiederum sehr gut vertratet sind in alle möglichen Leitmedien aller Länder dieser Welt. Zum Beispiel Spiegel hat ja auch ein paar Millionen von Bill Gates bekommen,
der wiederum ja bei der WHO einiges mitzureden hat. Und die WHO ist so eine Organisation, die es letztendlich über alle Parlamente dieser Welt und die Massenmedien schafft, so eine globale Pandemie dann eben auszurufen, durchzusetzen, die Eckpfeiler für diese zu definieren und dann den ganzen Leuten, der ganzen Welt weiß zu machen, wir hätten hier eine Pandemie. Natürlich ist es nach den Kriterien der WHO eine Pandemie, aber wenn ich die Kriterien so anpasse, dass dann jeder Schnulli-Fulli eine Pandemie ist und ich weiß, jetzt sagen wieder Leute, oh, da gab es doch schon 600.000 Tote etc. pp. Ich kann mich nur wiederholen, wir werden es am Ende des Jahres sehen, was die Übersterblichkeit betrifft. Das, was Corona ist, mit allen Zahlen, ist absolut nichts außerhalb der Norm. Nichts. Wir hatten jedes Jahr Berichte aus, in Bergamo gibt es ungewöhnlich viele Tote durch Lungenkrankheiten und so weiter. Oder in Deutschland 2017 25.000 Tote durch Influenza und so weiter. Das sind Nachrichten, die stehen halt immer nur irgendwo am Rande, weil es eben so ist. Genau so ist es. Und plötzlich wird irgendwas, was schon immer so ist, wie es war, aufgeblasen zu einer medialen Pandemie, um auf der einen Seite von der Wirtschaftskrise abzulenken und um mehr Kontrolle umzuführen und so weiter und so fort. Und ich war ja selbst am Anfang dieser Homeoffice-Sendung schon kritisch, aber skeptischer als jetzt. Es wird immer offensichtlicher, wie man auf der einen Seite dann irgendwie vermeldet, gestern gab es wieder 2 neue Todesfälle durch Corona in Deutschland. Ja? Die Infektionszahlen steigen. Kommt jetzt die zweite Welle? So, also da werden Schlagzeilen kreiert, die werden mit Daten begründet, die nicht mehr in irgendeine Rationalität reinpassen. Und das muss den Leuten einfach klar sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass man den Virus oder sonst irgendwas leugnet. Nein, Corona gibt es. Und ja, Corona ist eine Krankheit. Das ist Influenza, Tuberkulose, HIV auch. Die Menschen sterben an allen möglichen Krankheiten. Und jetzt gibt's da halt diese Corona-Krankheit. Ja, die ist aber handelbar. Und ich muss mal noch was dazu sagen. Wir haben doch eigentlich ich habe den Moment verpasst, wo wir die Strategie geändert haben. Ich dachte, wir haben hier flatten the curve. Mhm. Und nicht nur flatten. Wir haben ja gar keine Curve mehr, die wir bügeln könnten. Also wer jetzt hier ernsthaft noch irgendwie sagt, das ist ein Riesenproblem mit dem Corona, der kennt die Fakten nicht. Und ich gehöre zu denjenigen, die jetzt kein mega Riesenproblem mit dieser Maske haben. Wenn es nur um die Maske gehen würde, ja, die Kritiker der Corona-Leugner sozusagen, die denken ja immer, es ging nur um die Masken. Es geht doch nicht um die Masken. Es geht um zigtausende, zehntausende, wenn nicht hunderttausende alte Menschen, die immer noch eingesperrt werden. Wir haben ein Interview geführt, da hat eine gesagt, dass ihre 96-jährige Freundin seit März eingesperrt ist. Die darf nicht raus, gar nicht. Die wird wohl ja daran verenden letztlich, weil Isolation von alten Menschen wirklich eine Katastrophe ist. Also mal schauen, was die Übersterblichkeit. Man muss natürlich dann immer gucken am Jahresende, woran sind die Leute wirklich gestorben, ja? Haben wir dann am Ende 1 Million Tote durch Corona und 5 Millionen Tote durch Suizid, Tuberkulose, weil nicht behandelt, durch Krebs, weil prophylaktische Operationen ausgesetzt wurden und. So, ich mache jetzt aber erstmal hier Schluss. Das geht dann im nächsten Video weiter. Ja, gut.